Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute dabei seid. Ich freue mich total, dass der Peter Schutte heute wieder da ist von der Menschheitsfamilie.at. Peter, mein Lieber, wir möchten heute Danke sagen und zwar Danke an alle Menschen, die Florians Kinder mit einer Spende unterstützt haben. Florian, der leider Gottes im Gefängnis sitzt, vor wenigen Wochen seine Frau Tanja an Krebs verloren hat und bitte sei so lieb, erzähl den Menschen, die die Geschichte noch nicht kennen, einfach so eine Kurzzusammenfassung, wer der Florian ist, was wir alles geholfen haben und wo wir noch Hilfe benötigen. Danke, Natascha, dass du mir die Möglichkeit gibst, schön bei dir zu sein. Ja, der Florian war in Linz unser Knotenpunkt eigentlich der Vernetzung. Jeden Freitag hat er über ein Jahr lang die Versammlungen am Hauptplatz organisiert, nachdem er von der Polizei seines Jobs beraubt wurde. So kann man wirklich sagen. Der Florian war ein lebenslustiger, freundlicher, netter Biobauer, der am Wochenmarkt seine Produkte feilgeboten hat und hat es gewagt, einmal ohne Maske dort zu sein. Und daraufhin hat man ihm gleich die Lizenz entzogen und 2 Wochen später den Führerschein, wo er nur als Beifahrer unterwegs war, alles ganz ohne Grund. Hat ihn dann vor Gericht gestellt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, wegen Beleidigung, wegen Verleumdung. Das hat alles nicht gestimmt. Doch er war vom ersten Augenblick an, hatte ihn die Polizei bei uns auf dem Kicker und hat ihm das Leben schwer gemacht. Nach einer Verurteilung habe ich ihn aus dem Gefängnis geholt, habe ihm einen Job besorgt und dann kam plötzlich eine zweite Anklage rein, wo es hieß, naja, jetzt zeigen wir ihn nochmal an wegen Wiederbetätigung. Wobei das keine Wiederbetätigung war, sondern er hat lediglich gesagt, diese Zeit heute erinnert ihn sehr stark an eine Zeit, die wir schon einmal hatten, ohne weiteres dazu ins Detail zu gehen. Er wollte nicht mehr ins Gefängnis, er hatte Angst davor, hat seine Familie verlassen, ist untergetaucht und vor ein paar Wochen ist es dann seiner Frau aufgrund der Krebserkrankung sehr, sehr schlecht gegangen. Sie hat ihn verständigen können über Freund und er ist gekommen und seine Frau ist in seinen Armen gestorben. Die Kinder waren mit dabei, konnten Abschied nehmen von der Mutter und in diesem Zuge wurde er dann auch von der Polizei festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft, obwohl es eigentlich keinerlei Grund dafür gibt. Denn andere Schwerverbrecher wie Vergewaltiger, Mörder und so weiter lässt der österreichische Staat auf freien Fuß laufen mit einer Fußfessel. Und dann Florian, der wirklich keinem Menschen was zuleide getan hat, sperrt man ein. Also man will ganz klar an ihm ein Exempel statuieren, dass sich ja keiner mehr traut, sich gegen die Exekutive in Linz aufzulehnen. Und ich möchte mich ganz besonders bei allen bedanken, die bis jetzt gespendet haben. Es ist eine schöne Summe eingegangen. Die Kinder, die Wohnung, das Schulgeld, also bis Jahresende ist auf jeden Fall damit gesichert und man kann die Kinder auch neu einkleiden, wenn sie Winterklamotten brauchen. Und die 3 Kinder im Alter von 15, 11 und 5 Jahren werden von den beiden Großmüttern abwechselnd in der ehemaligen Familienwohnung betreut. Ich muss auch sagen, vielen, vielen Dank. Ganz viele Menschen haben sich gemeldet und gesagt, dass sie gespendet haben. Die einen 5 Euro, die anderen mehr, jeder, was er konnte. Und auch einige haben einen Dauerauftrag eingerichtet. Das ist natürlich besonders schön, weil am Anfang kommt immer relativ viel zusammen, aber dann verebbt das. Wenn man nur einen Dauerauftrag mit 5 oder 10 Euro macht und mehrere Menschen das tun, dann ist das sehr, sehr geholfen, weil die Kinder sind ohnehin schon gestraft genug. Sie haben ihre geliebte Mama verloren. Der Papa ist im Gefängnis. Die Großmamas können das auch nur bis zu einem gewissen Grad alles auffangen. Und da wollen wir wenigstens die finanzielle Vorsorge komplett weghaben. Und wir sind wirklich eine Menschheitsfamilie, weil so viele Menschen hier ihre Hilfe angeboten und gespendet haben. Das ist großartig. Es gab auch eine Solidaritätskundgebung für den Florian am 31. Juli in Linz. Also die Menschen haben ihn nicht vergessen. Ich bin auch ganz, ganz oft mit ihm auf der Straße gewesen. Ein wunderbarer Mensch,
ein ganz, ganz weltoffener Mensch, der einfach nur Frieden möchte und eine lebenswerte Zukunft für seine Kinder und für alle Kinder dieser Erde. Und wie du es gesagt hast, Peter, jetzt wird wirklich ein Exempel an ihm statuiert, so dass kein anderer mehr auf die Idee kommt, gegen das System anzugehen. Und er hat wirklich nichts getan. Aber es ist ihnen alles Mögliche eingefallen, um ihn jetzt ins Gefängnis zu sperren. Also, ihr Lieben, wir wären sehr, sehr dankbar, wenn ihr auch weiter die Kinder von Florian unterstützen würdet. Und ganz, ganz gute Gedanken. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und Peter, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Du bist ein großartiger Mensch und mit deiner Initiative unter Anführungszeichen, mit deinen Veranstaltungen, die du machst in Österreich, machst du auch ganz, ganz vielen Menschen Freude und vor allem du hilfst beim Aufwachprozess und bei den Aufklärungen. Nächste Woche, glaube ich, ist der Dr. Daniele Ganser in Innsbruck, wenn ich das richtig Ja. in Erinnerung habe. Und es gibt noch freie Karten und ich glaube, eine ganz besondere Location. Ist das richtig? Ja, es wird in der Dogana sein. Das ist eine ehemalige mittelalterliche Halle, die lange Jahre als offener Parkplatz ohne Dach gedient hat und die wurde vor Jahren zum Hauptraum des Kongresszentrums umgebaut. Ist wirklich eine historisch einmalige Location, auch von der Ausstattung her. Also das ist bestimmt ein tolles Zusammenwirken der Daniele Ganser. Und diese Lokalität, wo es stattfindet, drin. Und wir haben dann im September noch den Ernst Wolf da, im Oktober den Markus Kral und den Ken Jebsen und natürlich auch einen Steirer, unseren Dr. Weiland, der auch durch Österreich mit mir tourt. Also alle Informationen und alle Veranstaltungen und Tickets Vorverkauf auf menschheitsfamilie.at. Peter, dir alles Liebe. Danke nochmals, was du für Florian und seine Familie schon getan hast und auch weiterhin tust, weil bei dir kann man sich wirklich zu 100% sicher sein, dass das Geld, das hereinkommt, auch wirklich verwaltet wird für die Kinder, weil da sind die Menschen ja auch schon natürlich sehr, sehr vorsichtig, weil es ist auch in unseren Reihen schon für Missbrauch getrieben worden. Aber die Eltern, also die Mama von Florian, kann das auch bestätigen. Es wird akkurat alles aufgeschrieben und wirklich nur für die Kinder ausgegeben. Danke euch allen nochmals. Wir werden im Videotext auch nochmal die Kontodaten von dir, Peter, mit dem Betreff Schenkung, also die Referenz Schenkung hineinschreiben und alles Liebe, bis bald. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir müssen alle zusammenhalten, damit wir in eine schöne, freudvolle und vor allem friedliche Zukunft gehen und die Zuversicht bitte nicht verlieren und euch mit ganz, ganz lieben Menschen zusammentun und euch bitte auch nicht scheuen davor, Hilfe zu suchen. Peter, ich danke dir vielmals. Danke dir, Natascha. Danke, liebe Zuseher, Zuhörer. Und wenn auch immer jemand da ist, der Hilfe braucht, meldet euch. Wir unterstützen nicht nur einen, sondern wir sind für alle da. Danke. Dankeschön.